Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. So einen Schnupfen, den kann man ja das ganze Jahr hindurch bekommen, sei es jetzt durch ein Virus oder sei es durch eine Allergie. Und dann ist die Nase verstopft oder die Nase läuft. Wenn aber die Symptome schlimmer werden, wenn zum Beispiel Kopfschmerzen hinzukommen, dann kann es sich auch um eine Nasennebenhöhlenentzündung handeln. Und wie man die therapiert und überhaupt erkennt, darum geht es heute. Bei mir ist Professor Jens Meyer, er ist Chefarzt der HNO-Abteilung an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Meyer. Schönen guten Tag. Sagen Sie uns, was unterscheidet eine Nasennebenhöhlenentzündung von einem Schnupfen? Im Wesentlichen der Ort, wo es stattfindet. Wenn man sich das mal anschaut, ich habe ein Modell mitgebracht. Das ist ein menschlicher Kopf. Die Hälfte eines menschlichen Kopfes ist etwas vergrößert. Wenn man ihn dreht und nach innen schaut, da sieht man hier die Nasenspitze. Da ist das Nasenloch, hier ist der Nasenausgang. Schnupfen spielt sich im Wesentlichen in der Nasenhaupthöhle ab, während sich eine Nasennebenhöhlenentzündung sich zusätzlich noch auf die Nasennebenhöhlen ausdehnt, wie zum Beispiel Kerbernhöhle, Stirnhöhle oder, wenn ich das mal wegnehme, hier die Siebbeinzellen. Ah, das glaubt man ja gar nicht, dass es so viele verschiedene Nebenhöhlen gibt, damit der Kopf ja leicht ist, ne? Und nicht so schwer wird wahrscheinlich. Richtig, genau. Ja. Das ist ein Resonanzraum und zum einen ist es einfacher natürlich, wenn da Lufträume sind, als wenn da fester Knochen verbaut wäre, weil dann hätten wir jeden Tag ein großes Maß an Gewicht zu tragen. Ja, was heißt denn das für die Symptome? Also eins habe ich ja schon gesagt, Kopfschmerzen. Die können darauf hindeuten, dass mehr als nur dieser Nasenhauptraum betroffen ist. Aber was noch? Es gibt vier Kardinalsymptome, die für die Nasennebenhöhlenentzündung sprechen und auch das vom Schnupfen etwas unterscheidet. Wobei im Schnupfen trotzdem auch diese Symptome auftreten können. Und auch da nochmal ein kleiner Exkurs. Der Unterschied beim Schnupfen ist in der Regel, dass das eine virale Infektion ist. Während bei den Nebenhöhlen häufig bakterielle Infekte eine Rolle spielen und damit betroffen sind. Nicht? Also das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Viral ist immer Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung häufig auch noch bakteriell. Was die Nebenhöhlen betrifft, die wir haben und die Symptome dazu, ist es dann einmal die Nasenatmungsbehinderung. Das heißt, es geht nicht genügend Luft pro Zeit durch die Schwellung der Schleimhäute in aller Regel. Ja, man ringt nach Luft. Genau, oder eine anatomische Bauweise, wie zum Beispiel eine schiefe Nasenscheidewand, die kann man jetzt hier nicht sehen, die wäre abgenommen bei diesem Modell. Dann kommt hinzu, die Nase läuft, also Naselaufen ist ein Symptom. Und dann eine Riechstörung. Ich hatte hier gerade schon die mittlere Muschel weggenommen, ich tue die einmal kurz wieder zurück, um das zu erklären. Das hier ist der Riechnerv und da kommen kleine einzelne Fasern durch die sogenannte kribiforme Platte, also gelöcherte Platte durch, wo hier das Riechorgan des Menschen sich befindet, im oberen Bereich, also obere Muschel, mittlere Muschelbereich. Das sind die vier Bereiche, die Aufgabe der Nase sind und die behindert sind in aller Regel durch eine Entzündung in dem Bereich. Und muss man alle vier Symptome dann spüren oder? Nein, man hat mindestens zwei per Definition für den Vollzug einer Nasennebenhöhlenentzündung. Das heißt, zwei zum Beispiel Nasenatmungsbehinderung und Naselaufen würden schon ausreichen, um die Indikation bzw. Definition einer Nasennebenhöhlenentzündung zu treffen. Aha, jetzt mal so ein bisschen unappetitlich, wenn Sie sagen, das ist beim Bakterium, kann es dann sein, dass dann auch der Schnupfen anders aussieht, je nachdem, ob es eine Nebenhöhlenentzündung ist oder ein Schnupfen? Ja, das ist richtig. Im Wesentlichen ist es bei viralen Infekten so, dass man einen klaren Nasenlaufen hat. Das ist das Typische. Während bei bakteriellen Infekten das typischerweise grün-gelblich wird. Ja. Also muss man fairerweise dazu sagen, dass in aller Regel nach 48 Stunden einer viralen Infekt es immer Superinfektionen gibt mit Bakterien. Dann ist es eine Mischinfektion und dann wird das auch gelb oder grünlich. Aber kann auch gelb oder grünlich werden im Moment. Wie diagnostizieren Sie das? Also fahren Sie da große Geschütze auf oder gucken Sie Ihrem Patienten in die Augen und gucken, wie seine Nase so aussieht? Das Wichtigste bei der Diagnose ist die Anamnese des Patienten und da kommen diese vier Kardinalsymptome, Naselaufen, schlecht riechen, Kopfschmerzen, Nasenatmungsbehinderungen wieder zum Tragen. Wenn zwei davon positiv sind, dann haben Sie per Definition die Nasennebenhöhlenentzündung schon erwischt, sozusagen, hat sie erwischt vielmehr. Also das ist das eine, was ganz wichtig ist und was auch die Hauptfrage ist an den Patienten. Dann kommt hinzu, wenn man einen Facharzt vor sich hat, Hals-Nasen-Ohrenarzt, dass der auch in die Nase hineinschauen kann und der kann dann auch sehen, dass die Nase und die Nasennebenhöhlenbereiche entzündet sind, wie beispielsweise hier im mittleren Nasengang, dass da Schwellungen sind oder Eiter rauskommt oder auch, wenn es eine chronische Entzündung ist, manchmal Polypen sich bilden. Und
Ist das gefährlich, so eine Nasennebenhöhlenentzündung? Also beim Schnupfen, da sagt man ja immer, oh, da stirbst du jetzt nicht dran. Aber wenn man die jetzt nicht behandeln würde, also Sie haben die Diagnose getroffen, Sie wissen, das ist jetzt sowas, aber man macht einfach nichts. Also dazu kann man grundsätzlich sagen, dass im Bereich des Schnupfens, dass man das heißt, meintlich auf sich selbst beruhen lassen kann. Man kann symptomatisch ein bisschen nachhelfen, zum Beispiel Nasenspray nehmen. Wenn man schlechte Luft kriegt oder man Kopfschmerzen hat, gerne mal ein Medikament nehmen, was A, Schmerzen behandelt und B, aber auch die Entzündung zurückdrängt. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Medikamente, die man einsetzen kann. Insofern ist das in der Regel nicht problematisch. Bei der Nebenhöhlenentzündung verhält es sich ähnlich, aber nicht ganz so. Denn da kann es schon mal sein, dass, weil die Nebenhöhlen ja an verschiedene wichtige Strukturen angrenzen, zum Beispiel Siebbeinzellen sind am häufigsten betroffen, grenzen an das Hirn ran und die Riechetage, die Stirnhöhle ebenfalls auch an das Hirn, die Körmernhöhle, wie man sehen kann, auch an das Hirn und hier noch an den Sehnerv und die Hauptschlagader, die das Hirn versorgt und die Kieferhöhle, die sich hierhin projizieren würde, die liegt direkt unterm Auge. Ich drehe das einmal rum, kann man das sehr schön sehen. Ich mache es auch mal ab, dann kann man noch ein bisschen besser gucken. Hier wäre die Augenhöhle und wenn man hier das Jochbein abnimmt und die Kieferhöhle. Ja. Genau. Dann guckt man direkt ja. in die Kieferhöhle rein. Ja. Das ist die Kieferhöhle und da sieht man wieder mal, dass das Auge direkt da drauf liegt. Ja. Und diese knöcherne Begrenzung sowohl vom Siebbein, hier projizieren Sie Siebbeinzellen, als auch von der Kieferhöhle und auch von der Stirnhöhle sind relativ dünn. Am dünnsten sind sie hier, sind papierdünn, so heißt auch dann die knöcherne Membran, papierdünne Membran, sodass hier am häufigsten vom Siebbein ausgehend, aber auch von der Kieferhöhle ausgehende Infekte der Augenhöhle stattfinden können. Oh. Und die können natürlich problematisch sein, wie genau auch die Infekte des Hirnbereiches, in dem Meningitis, also Hirnhautentzündung zum Beispiel, sind auch da relevant. Ja, dann müssen wir ja was unternehmen. Was würden Sie denn tun, wenn jemand zu Ihnen käme, von dem Sie sagen würde, das ist eine akute Nasennebenhöhlenentzündung? Zunächst einmal kann man den Patienten beruhigen, sogar keine Komplikationen hat. Wie ich das eben schon gesagt habe, im Bereich des Sehens, im Bereich des Hirns, also ein sogenanntes Meningismuszeichen, also Versteifung des Rückenmarks sozusagen, wenn er das alles nicht hat, also keine Komplikation dort ist, kein Sehverlust, kein sonstiges, dann kann man erstmal beruhigen, weil man das durchaus ganz entspannt angehen kann. Da kann in der Regel nicht viel passieren. Man würde dann, wie ich das auch beim Schnupfen schon erklärt habe, in der Regel dafür sorgen, dass die Nase freier wird. Das heißt, man nimmt etwas Naseabschwellendes, das gibt es rezeptfrei. Und dann ist es so, dass heutzutage sich durchgesetzt hat, Phytomedikamente zu nehmen, das heißt pflanzliche Wirkstoffe zu nehmen und das zu behandeln. Da gibt es verschiedenste auf dem Markt. Von der Einzeldrogen oder sowas zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Gelomethol zum Beispiel wäre eins. Es gibt aber auch andere, Bisoledum oder auch Sinopret, auf irgendeine Firma sich bestrecken zu wollen, die Präparate anbieten, die sehr effizient sind im Bereich der akuten Nebenhöhlenbehandlung und auch da ihren Platz haben. Sind auch rezeptfrei, das heißt, der Patient kann das auch in der Apotheke sich selber besorgen. Mit einem Apotheker wird er dann in der Regel auch beraten. Das heißt also, es ist nicht sinnvoll, vom Arzt zum Beispiel Antibiotika oder sowas zu verlangen, weil das ja gar nicht um Bakterien geht. Richtig, also man kann bei Nebenhöhlenentzündungen, das hat man früher mal gemacht, Antibiotika nehmen, aber die neuesten Daten, die sind jetzt ungefähr 5 Jahre alt, haben gezeigt, dass ein Antibiotika-Einsatz nicht sinnvoll ist und zumal auch vor dem Hintergrund der steigenden Antibiotikaresistenzen, die wir haben, und im Moment dem Problem, dass wir in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nicht vernünftige Medikamente haben werden, also Antibiotika haben werden, die wirksam sind gegen die multiresistenten Erreger, ist das sinnvoll natürlich da sehr möglichst sparsam mit umzugehen, weil es die Krankheitsdauer nicht verkürzt und B, auch den Patienten nicht hilft. Um das mal auf den Punkt zu bringen, die Daten zeigen, dass wenn man einen Patienten hat, dem man helfen will mit Antibiotika, muss man 15 behandelt haben, das heißt also 14 umsonst. Oh. Und wenn man das jetzt direkt auf eine bakterielle Infektion bezieht, also wo das ja noch sinnvoller wäre, ein Antibiotikum zu nehmen, da sind es 1 Patienten auf 9 Patienten. Also 9 haben sie 8 umsonst behandelt. Auch da ist es nicht sinnvoll. Und da ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, eingangs die symptomatische Therapie, besser und effizienter. Ja. Einzige Ausnahmen sind da Kleinkinder, die nicht sagen können, wenn es schlimmer wird natürlich, oder alte, ältere Menschen oder auch demente Menschen oder Menschen, die eine Immunsuppression haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Genau. Und wenn es jetzt eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung ist, das heißt ja dann, glaube ich, einmal pro Jahr muss man sie haben, einen Monat lang im Jahr so ungefähr? Der Unterschied zwischen akut und chronisch stellt sich an der Dauer der Wochen. Das sind 12 Wochen. Unter 12 Wochen ist akut oder superakut. Okay. Und über 12 Wochen in 12 Monaten ist es so, da hat man eine chronische Nebenhöhlenentzündung per Definition. Also länger als 3 Monate im Jahr. Richtig. Genau. Wobei das nicht in einem Stück sein muss, sondern es kann auch in verschiedenste Intervalle aneinander gekoppelt sein. Aber es müssen mindestens 12 Wochen sein pro Jahr. Und wie würden Sie die therapieren?
Das ist ein bisschen anders für die Therapie der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung. Da spielen verschiedenste Sachen mit hinein. Erstens natürlich die Bauweise des Patienten. Wieder ins Modell, das ist ganz schön zu sehen. Man sieht hier, dass ja hier eine kleine Enge ist. Da kommt also hier von oben die Stirnhülle raus und hier die Siebbeinzellen. Und in der Tiefe von hinten, quasi auf der Rückseite, käme die Kieferhülle rein. So entwässert hier dieser Bereich, das sogenannte Infundibulum. Ist ein Bereich, der gerne verengt ist. Und wenn man hier zum Beispiel eine mittlere Muschel hat, die lufthaltig ist oder vergrößert ist und das einengt, dann kann das sein, dass schon bei kleinsten Schwellungen der Bereich zuschwillt. Und dann sind sowohl die Stirnhöhle als auch die Kieferhöhle, als auch die Siebbeinzellen, die vorderen Siebbeinzellen, von der normalen Entwässerung abgekoppelt. Ja. Und es kommt zu einem chronischen Prozess, der sich dann triggert und im Kreis läuft. Und dann ist es so, gibt es diese anatomische Veränderung, es gibt die mittlere Muschel lufthaltig zum Beispiel, das ist selten, aber haben manche Menschen. Also dieses knöcherne System, was genau. Diese Muschel normalerweise bildet, genau. Ist ja ein einfacher Knochen drin, ja. Mit Schleimhaut da oben rum. Ja. Bei dieser mittleren Muschel gibt es die aber auch in lufthaltig zum Beispiel sowas. Eine lufthaltige mittlere Muschel würde zum Beispiel bedeuten, dass der Abfluss schlechter ist. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel überlegen, dass die Nasenscheidewand an dieser Stelle draufdrückt auf die mittlere Muschel, dann führt das auch dazu, dass die nach außen gedrückt wird und damit der Ausgang kleiner ist. Und dann ist das prädestiniert oder präpositioniert für eine entsprechende Entzündung im Nebenhöhlenbereich. Das sind zum Beispiel anatomische Veränderungen oder auch eine Nasenscheidewandveränderung. Wenn sowas auftritt, muss man das natürlich anatomisch gesehen oder operativ gesehen begradigen, damit das besser wird, der Abfluss. Das ist einer der Punkte, die eine Rolle spielt. Ja. Und was dann noch eine Rolle spielt bei einer Nasennebenhöhlenentzündung, sind zum Beispiel allergische Komponenten. Patienten, die Allergien haben, haben häufiger Nasennebenhöhlenentzündungen. Das kann dann, wenn es ganz schlimm kommt, bis auch zum allergischen Asthma gehen. Und wenn es das Vollbild bildet, das heißt, der Patient bildet dann auch Polypen. Das ist auch eine distinkte Form der Nebenhöhlenentzündung. Was ich eben gerade eingangs genannt habe, ist die neutrophile Entzündungsreaktion ohne Polypenbildung. Ja. Mit einer eitrigen Entzündungsreaktion in aller Regel. Das ist in der Regel ein anatomisches Problem, wo die Neben abgeschottet sind. Und bei den Polypenbildungen, das ist eine allergische Komponente der Entzündung, die dabei eine Rolle spielt und die das auch zum eigenen Krankheitsbild macht. Die sind in der Regel schwerer verlaufend. Und wenn man das Pech hat, dass man sowohl ein Asthma hat, als auch eine Polyposis, also Nasenpolypenbildung, wenn eine Nebenhöhlenentzündung dabei, plus einer inhalativen Allergie, dann hat man ein Vollbild, eine sogenannte Samtaschen Trias. Was war das für eine Allergie? Das kann eine inhalative Allergie sein, zum Beispiel gegen Pollen, Gräser, Birke, Frühblüher, Spätblüher. Mhm. Kann auch bei auch zum Beispiel, was mit das häufigste ist, an ganzjährigen Allergien, Hausstaubmilben sein natürlich. Mhm. Wenn die damit reinspielen, hat man ein Vollbild einer chronischen Nebenhöhlenentzündung. Und die ist in der Regel sehr schwierig verlaufend oder schwerer verlaufend als die anderen. Und führt auch dann zum Verlust von Strukturen in der Nase. Was heißt das denn, dass die absterben, also dass Schleimhäute absterben? Oder? Nein, Schleimhäute sterben nicht, aber zum Beispiel die mittlere Muschel wieder, wenn man die nimmt, die kann komplett zerstört werden durch die Entzündung und verliert damit dann ihre Aufgabe. Und ich habe ja schon gesagt, dass da auch die Riechzellen drauf sind. Ja. Zum Beispiel kann der Patient dann langfristig sehr nicht mehr riechen, weil die Riechzellen zerstört sind. Das kann passieren. Ist das, ist doch die Rede von so einer Triade, wo zusammenkommen einmal die Polypen und dann einmal Asthma und eine Allergie gegen Aspirin. Ja. Ist das so etwas, was so exotisch klingt, aber glaube ich gar nicht so selten ist? Nein, das kommt ganz häufig sogar vor, stimmt. Ja. Und diese Trias ist auch die Trias, die ich eben meinte, die mit schweren Verläufen einhergeht. Das ist korrekt, ja. Ja. Das Besondere daran ist halt, dass man in den Nahrungsmitteln, die man zu sich nimmt, wenn man zum Beispiel mal Rotwein nimmt oder Käse oder auch Erdbeeren, gibt es enorm viel Aspirin. Ja, gibt es enorm viel Aspirin drin. Also das, was man als herkömmliches Präparat auf dem Markt kaufen kann, also Acetylsalicylsäure genau genommen, als Generikum, das findet man darauf, das nimmt man also regelmäßig zu sich. Und wenn die Dosen so hoch sind, die man nicht verträgt, dann kann das zu einer Form der Entzündungsreaktion kommen, die auf der einen Seite in dem Fall fettlösliche Stoffe beinhaltet, die solche Entzündungen triggern. Das ist was die Aspirinintoleranz ausmacht. Und auf der anderen Seite gibt es wasserlösliche Stoffe, die zum Beispiel bei der allergischen Entzündungsreaktion eine große Rolle spielen. Und das beides zusammen addiert sich dann und dann wird es besonders schlimm. Ja, bis hin zum Schock, oder? Es gibt auch Schockverläufe mit Aspirinintoleranz. Ja, das stimmt. Wenn man zu hohen Dosen zu sich führt, kann das passieren. Ist selten, aber es gibt es ja. Was können Sie tun? Reicht es da, die Polypen zu entfernen? Also eins von diesen drei Komponenten zu entfernen? Oder ist das zu kurz gesprungen? Also die anatomische Bauweise, das ist das Eingangs, was ich schon sagte, muss verändert werden. Dann würde man die Nasennebenhöhlen operieren. Das geht nach einem abgestuften Modell. Das hängt davon ab, wie ausgeprägt die Nebenhöhlenentzündung ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, was das häufigste ist, nur im Siebbeinbereich eine kleine Entzündung haben, dann würde man nur in diesem vorderen Bereich operieren. Das heißt, der Rest würde gar nicht betroffen sein. Dann das nächste ist, in der Regel dann die Kieferhöhle eine Rolle spielt.
Dann würde man zumindest das vordere Siebbein mitnehmen. Die Kieferhöhle fenstern wäre der zweitgrößte Anteil. Dann in der Regel kommt hinzu häufig ein Kopfschmerz im frontalen Bereich, zum Stirnkopfschmerz. Da muss die Stirnhöhle noch belüftet werden. Und wenn das Vollbild denn da ist, ist das gesamte Siebbein betroffen, die Kieferhöhle, die Stirnhöhle und dann häufig auch noch die Keilbeinhöhle. Und dann hat man alle Nebenhöhlen, die dann mit operiert werden würden. Die Keilbeinhöhle, die Stirnhöhle und die Kieferhöhle würden nur der Zugang eröffnet werden, also erweitert werden, dass es besser belüftet ist. Bei den Siebbeinzellen, die aufgebaut sind, wie so ein Bienennest, wabenartig, die werden komplett ausgeräumt und werden dann zu einer Haupthöhle oder Nasennebenhöhle mit der Haupthöhle der Nase zusammen verbunden. Wie lange bin ich dafür im Krankenhaus? Man ist dafür 3 Tage im Krankenhaus, also 3 Nächte sind Sie bei uns im Krankenhaus für eine Nebenhöhlenoperation. Rekonvaleszenzzeit mit den heutigen therapeutischen Möglichkeiten, die wir haben, liegt in der Regel zwischen 1 und 3 Wochen nach Ausdehnung des Eingriffes. Und man hat in der Regel dann eine Zeit bis zu 4-5 Wochen, wo man den Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen muss zur Nasenpflege bzw. zur weiteren Behandlung. Einmal pro Woche oder 2 bis 3 Mal am Anfang, ein bisschen häufiger, am Ende ein bisschen weniger. Und dann hat man es überstanden. Richtig. Heilungschancen sind gut. Vielen Dank. Und ich hoffe, auch Sie haben sich informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.